Erinnerst du dich an diesen Ort? Ja, ich war hier schon mal. Mutter war immer mit uns hier. Erzähl mir alles. Manche Dinge ändern sich nie. Schon immer gab es Engel, schon immer gab es Dämonen. Und schon immer gab es Krieg zwischen ihnen. Vor 9 Jahrtausenden erhob sich einer der Dämonen durch die Ränge, um die Macht über die dunklen Horden zu ergreifen. Der stärkste, der grausamste von ihnen. Mundus. Aber Mundus stand nicht alleine. An seiner Seite war sein treuester Feldherr. Sein Blutsbruder. Sparda. Doch Sparda hinterging ihn. Er verliebte sich in einen Engel, Eva. Die geheime Verbindung zwischen Engel und Dämon war unvorstellbar. Aber es geschah. Und so kam neues Leben. Zwillingsbrüder. Du und ich. Die kämpfenden Rassen der Engel und Dämonen in sich vereinend. Als Mundus von Spardas Verrat erfuhr, kannte seine Wut keine Grenzen. Er jagte die Liebenden. Eva tötete er mit eigenen Händen. Und Sparda erfuhr ein noch schrecklicheres Schicksal. Endlose Folter und Schmerzen. Doch obwohl Eva ein Ende gesetzt und Sparda auf ewig eingesperrt war, war der Grundstein für ihre Rache bereits gelegt. Den Legenden zufolge sind die einzigen, die einen Dämonenkönig vernichten können, ein Hybrid aus Engel und Dämon, Nephilim. Und diese Hybriden gibt es nun, dich und mich. Mundus glaubt, dass nur ein Kind geboren wurde. Doch es gab zwei. Beide Nephilim wurden gut versteckt. Und Sparda wappnete seine Söhne. Rebellion für Dante. Und Yamato für Virgil. Also tötete Mundus unsere Mutter und sperrte Vater ein? Ja. Und wir sind der Nachwuchs von Engeln und Dämonen. Dämonenvater und Engelsmutter. Wir sind Nephilim. Die einzigen, die den Dämonenkönig bezwingen können. Gut. Wie? Ein Aufklärer. Verdammte Dämonenhelfer. Du wirst in den Limbus gezerrt. Ich suche Cat. Sie holt dich wieder raus. Halt durch!
Ich muss einen anderen Weg finden. Noch ein heiliger Gral? Im Krieg versucht man den Feind zu täuschen und die Furcht zu täuschen. Eine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. So langsam kriege ich's hin.
Warte. Wie ist es möglich? Fliegende Ratten. Bin auf dem Weg. Silver Sachs Tower. Die mächtigste Investmentbank der Welt. Und wer leitet sie? CEO Kyle Ryder. Eine menschliche Hülle. Das physische Erscheinungsbild von Mundus. Durch Schulden kontrolliert er die ganze Welt. Für Mundus ist die Welt eine Zuchtfabrik für menschliche Seelen. Und er hält sein Vieh gut überwacht und fügsam. Für die Überwachung verantwortlich ist die Raptor News Corporation. Ein globales Netzwerk von Überwachungskameras, Satelliten und Spionen. Das Mittel zur Fügsamkeit ist allerdings etwas hinterhältiger. Was denn? Du trinkst es gerade. Das erfolgreichste Erfrischungsgetränk überhaupt, Virility. Die Rezeptur ist dämonisch. Ist okay. Es hat keine Wirkung auf uns, nur auf Menschen. Lobotomie aus der Dose. Wie gehen wir vor? Das ist das Höllentor. Die Verbindung, aus der Mundus seine Macht schöpft. Solange er mit dem Höllentor verbunden ist, ist er unsterblich. Doch wenn wir ihn fortlocken könnten, würden unsere Schwerter ausreichen. Und wie machen wir das? Seine Aufmerksamkeit wecken. Mundus ist engstirnig und impulsiv. Wenn wir ihn so wütend machen, dass er die Kontrolle verliert, wird er sich uns zeigen. Okay, also um Mundus zu töten, müssen wir ihn vom Höllentor weglocken. Und dazu machen wir ihn wütend. Ganz grob gesagt, ja. Und wütend wird er, wenn wir das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Genau. Und womit sollen wir anfangen?